Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Regrow. So, die Folge wollen wir ja die Dice Seeds machen und die Tin Seeds. Dafür brauchen wir ja hier die Tin Essenzen. Ich habe schon zwei gemacht. Wir brauchen drei und dann noch eine Eisenessenz. Also machen wir erstmal das fertig. Ja. Und wir nehmen die Essenz auf Tin. So. Und da nehmen wir uns dann, machen wir das mal jetzt ein Eisen-Seed. Das bitte. Hier plus 1. Dann habe ich ja noch so einen. Ne, den Setzling muss man noch holen. Den Samen. Die bitte da rein. Danke. So. Zack. Und wieder an. Schau. Aber jetzt habe ich erstmal den Dice-Seed vorbereitet. Hab schon alle Formen reingetan, da braucht man nämlich, kann man jetzt gleich gucken. Jupp, da gab es wieder Mana. Gelb, weiß, braun, schwarz, blau, grau, grün und rot. Und dann noch zwei solcher Wake Essence oder Weak Essence und einen Seed. Da das ein bisschen länger dauert, hab ich das schon mal offscreen vorbereitet. Dann haben wir nämlich den Dice Seed, den brauchen wir dann. Tun wir anpflanzen. Das hab ich so ein Feld schon vorbereitet. Nein! Gut, das kann jetzt mal fix arbeiten hier. Ach ja, hier haben wir noch, glaube ich, so ein Fertilized-Feld. Müsste sein. Tiltgarten. Jawohl. So. Essen. Gleich fertig. Jawohl. Gleich Blitz wieder. Gleich, gleich. Und schon passiert's. Drauf bitte. Und da haben wir einen Dice Seed. So, und jetzt brauchen wir für den. Wir nehmen die Essenz bitte. Die brauchen wir dann gleich. Wir brauchen für den. So, da hast du schon mal für das geguckt. Tin Seed. Drei Essenz auf den, ein Eisen, vier von denen und so ein. Wunderbar. So, das haben wir hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sind da. Gut. Und jetzt noch den Seed. Draufklicken. So, jetzt arbeitet das und wir machen jetzt fix noch einen Garten zum Züchten. Müsste noch ein bisschen Erde haben. Eine Nörgner-Truhe von denen hier. Nein, auch nicht. Hab ich doch keine Erde mehr. Nö. Man muss halt hier ein bisschen abgrasen. Brauchen plus 4. Hab ich das Zeug? Nein, das hab ich auch bloß wieder nicht. Den Kompost. Den habe ich hier. Nehmen wir so. Geht's besser. Schneller. Besser. So, wo machen wir den hin? Hier hin. Spitzhacke. Ein Loch wird jetzt gefüllt. So. Mohawk. Da. Auch machen so. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, den sieht man noch gleich analysieren. Da. Die wachsen eigentlich ziemlich schnell, die Dice Seeds. So. Dann. Anpflanzen, wunderbar. Der wächst. Und jetzt müsste auch unser Aluminium Seed fertig sein. Ne, Tin Seed. Tin, Tin. Nicht Aluminium. Das kommt später. Und tatsächlich, den holen wir jetzt. Tun wir noch analysieren. Ach. So, bitteschön. Dankeschön. So. Die brauchen wir dann eine Weile zum Wachsen. Lauf. So, gut. Und jetzt erstmal das Zeug holen.
für dich. Wir nehmen die Tin Essenz, um den Regular Infuser herzustellen. Jetzt machen wir den. Da geht es ja heute mal ein bisschen straffer voran. Nicht so viele Schnitte, regulär. Weil dafür brauchen wir nämlich von jeder Essenz 1. Tin, Kupfer, Kohle, Essenz of Dye und Eisen. So, wir haben... So, tun wir die mal kurz hier rein. Dann das. Dann brauchen wir ein Eisen, eins von denen und eins von denen und eins von denen. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Was brauchten wir noch? Nichts weiter. Ah, gut. Die Essenzen haben wir. Jetzt brauchen wir bloß noch einen. Ne, wir brauchen. Hä? Warum wollte ich jetzt zum Seeds laufen? Wir brauchen bloß 4 von denen. Gut. Da haben wir das doch. Das weg, das weg, das weg. Das, das, das. Geht voran. Nicht in Mana Pool, bitte, danke. 1, den. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1. Und? Gut, das könnte jetzt eine Weile dauern, bis der hergestellt wird. Da können wir ja schon mal gucken hier. Erstmal das Essen rausholen. So, die wachsen hier schön, das ist wunderbar. Den habe ich jetzt schon immer verbessert, immer ringsrum. Die sind noch nicht immer ringsrum. Komm, aber, ah, verdammt, das war dumm von mir. Die müssen erwachsen sein. Ein Arsch treten. So. Die können wir so lassen, die wachsen von alleine. Das Feld, das gedeiht da drüben hier. Oh, so schön groß. Gut, da Kupfer ja hier als erstes voll wird, kommt das dann dahin. Dann kommt hier Eisen, Kohle. Dann können wir uns ja nach hier hinten ausbreiten. Essen. Dann noch Zinn. Normales Teil, das lassen wir 8er. Machen wir ein bisschen 8er Feld. Also so ähnlich wie es jetzt ist, so zum Anzüchten. Das wird dann bloß verbessert. So. Kurz geguckt. Ja, das dauert wirklich eine Weile. Ja. Kurz geguckt. Ja, die könnten wir jetzt schon wieder machen, aber die brauchen wir nicht. Denn danach können wir nämlich bessere Setzlinge machen. Vor allen Dingen Erdsetzlinge. Da kann man nämlich Erde machen. Da können wir uns hier alles schön begrünen. Haben wir keine Erdprobleme mehr. Brauchen wir nicht mal so viel suchen. Graben. Sparen wir uns also durch die Magical Crops. Denn das ist... Was hatte ich zu viel genommen? Cola. Und das sind Copper. Und das war der hier. Hol ich immer von denen gleich. Haben wir Kupfer wieder hier rein. Cola. Oh, haben wir schon 5er. Eisen war hier unten. Bitte plus 1. Dankeschön. So, da kann die nämlich wieder wachsen hier. Okay, brauchst du noch eins? Ah, nicht ins Wasser. So. Jetzt sind die aber wieder erwachsen. Wunderbar. Jetzt können wir das ernten hier. Ah, das sieht man immer noch auf der Stufe 1, glaube ich. So. Nochmal zum Regular Infuser gucken. Wie weit du bist. Es blitzt noch nicht, aber es ist gleich fertig. Gleich. Okay, wäre es am besten, wenn wir wirklich 2 Mana Spreader hätten, die da drauf ballern. Würde das schneller gehen. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, ohne Katz mal hier durchgearbeitet. Bis jetzt. Wir wollen es nicht beschreiten. Oh, er ist fertig. So, da brauchen wir jetzt. Hopp, 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 hopp. Zack. Und. Oh yeah. So. Essence of Skeleton klein noch wegtun hier. Haben wir auch schon 40. Den tun wir gleich mal hier rein. So, und jetzt gucken wir kurz ins Büchlein. Jetzt haben wir die ganzen Seeds hier. So, was nehmen wir uns? Wir nehmen die Blazewoods. Ah ne, die kriegen wir so oder so. Danke fürs Lautsein. Ja, die tue ich mal hier rein. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, mal gucken. Earthseed. Was brauchen wir für ein Earthseed? So. Da brauchen wir
brauchen wir nicht viel, aber eine Rune of Earth. Dafür brauchen wir Mana Steel, dann müssen wir halt das Eisen und einen Pilz. Ah, oh, verdammt. Also müssen wir noch einen bitte Mutantes. Haben wir noch Mutantes? Jo. Dann machen wir uns halt noch mal ein bisschen Knochen. Haben wir da. Machen wir uns mal bitte Mehl und gucken mal, ob wir vielleicht jetzt Glück haben und einen Pilz bekommen. Essen. Knochenmehl. So. Marpilz ablegen. Nehmen wir mal mit. Gut. Falscher Pilz. Schon ein Enderman, aber es könnte auch ein Endermini sein. Einen haben wir noch. Ah, verdammt. Aber wo ist der Hund? Bestimmt irgendwo hier unten. So, die Blumen tun wir gleich mal weg hier. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Die tun wir hier rein. Jetzt müssen wir gucken, wie mutant es nochmal ging. Braucht man doch Wood Ash. Oh. So. Ja. Haben wir noch welche? 6 Stück. Also wir können mindestens noch einen machen. So. Einmal Knochenmehl. Wood Ash in die Ecken. Und was war's noch? Ah, grün. Ah, da müssen wir schon noch ein paar Blümlein haben. Blümlein. So, das geht. Wunderbar. Können wir wenigstens auch immer dreimal Mutantes machen. Hoho. Gut, die Grau kommen mit rein. Den Schall bekommen wir dort jetzt auch noch rein tun. Dankeschön. So, dann haben wir noch dreimal Mutantes. Ah, hätte klappen können. Sollte nicht sein. Aber ansonsten gucken wir mal kurz, was wir jetzt für Mushroom brauchen. Im ja. Wir haben zwar so ein Spore, aber wir kommen nicht an. Ein Zombie. Ein Angry Zombie. Wir kommen aber nicht an den ja, Dingsbums ran. Fällt mir gerade nicht ein. Buch aufschlagen. Ja, bitte. Special Soil. Brauchen wir halt einen roten Pilz. Vielleicht ist hier unten jetzt ein Pilz gewachsen, zufälligerweise, man weiß ja nicht. Ah, sieht mau aus. Hm, hier hat man noch Erde. Ist hier unten vielleicht ein Pilz? Nee. Denn der kann ja nicht auf normaler Erde wachsen, das ist halt das Dumme. Was machen wir da? Da kriegt man auch so ein Buch, aber ich wollte eigentlich was. Rezept. Wir brauchen Mycelin und das bräuchten wir Dirt und doch noch einen Pilz. Brauchen überall einen Pilz, das ist sowas von zum. Wie viele Saplings haben wir? Ja, machen wir mal 10. Tun wir jetzt mal durchbrennen hier. Bitte hier hin. Wir wollen nämlich Holzasche, Wood Ash bekommen. Was nehmen wir zum Brennen? Ja, gute Frage. Wie sieht es mit der Kohle aus?
Bräuchten 8. Wenn wir jetzt hier 5 hatten. Jawohl. Können wir nämlich Kohle machen. 12 Stück. Wunderbar. Läuft doch langsam. Gut, da versuchen wir jetzt doch nochmal ein bisschen Mutantes herzustellen. Mandrake hat man ja die hat man hier hingetan. Grün. Brauchen wir jetzt 2 Blümlein. 2, 2. So, die Schale mitnehmen. So. Schale bitte aufnehmen, bitte. Dankeschön. So, Knochenmehl haben wir auch genug. 1, 2, 1, 2. Jetzt warten wir ein bisschen auf der Wood Ash. Kling, kling, erst essen. So, sind die Skeleton Skulls durch? Jo. Also können wir da auch noch mal gucken. Das ist 553 und das ist noch nicht ganz 10er. So. 976. Anpflanzen wieder. So. Und die abernten. Wachset fein, wachset. So, Kupfer wächst auch wieder schön. Schön, schön. Die sieht zu machen wieder her. Vernichten. So, Holzasche ist durch. Gut, Wood Ash. So, jetzt haben wir 6 Mal Mutantes. Und wir versuchen es nicht nochmal an den Blümlein. Aha. Nein. Tiger Wood. Ah, okay. So. Nein. Nein. Ein Redwood. War der von Witchery? Nee. Oh, verdammt. Gut, da werde ich das bestimmt mal offscreen noch machen bis zum Pilz und dann machen wir halt dann in der nächsten Folge dann den Infused Spore, dass wir das hier so gut wie möglich alles abschließen. Zumindest das hier, dass wir Pilze züchten können. So, was braucht man jetzt hier? Ah ja, da braucht man ja Pilze. Wir brauchten ja für die Rune of Earth Pilze. Block of Coal, Stone, das haben wir ja dann alles. Eisen haben wir ja dann. Also werde ich das soweit alles zusammensuchen, dass wir dann hier mit Earthseeds weitermachen können. Na, aber sage ich mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Und so. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal von Minecraft Regrow. Haut rein!